Herzlich willkommen wieder zu Battlefield 4. Entspann dich, Kleiner. Uns wird nichts passieren. Hast du deine Frau angerufen? Bis jetzt noch nicht, Pack. Ich meine, was soll ich ihr denn sagen? Er ist nicht gerade friedlich gestorben und ich will sie nicht anlügen. Mama, Irish! Komm, uns sind die Finger! Tut mir leid, Miss. Das ist doch alles voll für den Arsch, Mann. Die Cops haben Schiss. Lol? Wir haben den Typ überfahren. Wir fahren mitten rein und holen die Kohlen aus dem Feuer. Das schaffen wir mit links. Was, Wrecker? Ich kann eine Tasse Kaffee vertragen. Hey, das motorisierte Infanterie. Verstanden. Ich glaube, die Arschgesichter starren mich an. Behalte dich unauffällig. Unauffällig? Hörst du das, Rack? Sehe ich etwa aus wie ein Chinese-Pack? Kann jemand das Gebäude sehen? Wenn du mir nicht sagst, wo es lang geht, kommen wir nirgendwo an. Okay, nach links. Wir müssen nach links. Vorsicht! Sieht doch gut aus. Ich sehe das Gebäude. In welche Etage müssen wir? Und von wie vielen VIPs hat Garrison gesprochen? Drei mit Kovic? Kovic und zwei Einheimische. Oh Mann. Hey, ganz ruhig, locker bleiben. Wir müssen nach links, das Gebäude ist links. Wow, da randalieren die ein bisschen. Oh shit, wir sitzen fest. Wir müssen raus aus der Karre und dann zu Fuß weitergehen. Verstanden. Komm schon, Wrecker. Nie funktioniert etwas einfach. Naja, es sollte unsere kleinste Sorge gerade sein. Würde ich mal so gerade behaupten. Und nochmal, willkommen zurück zu Battlefield 4. Wieder im Let's Play. Und wir haben die Mission, das Hotel zu erreichen. Oh, wir sind cool angezogen. In Zivil mehr oder weniger. Aber unser kleiner Pack kann hier das verschlossene Tor auch öffnen. Das sollte also alles kein Problem für uns sein. Auch wenn er etwas braucht. Ja, wer weiß. Man, er reinspaziert. Ach, tut mir leid, das war unhöflich von mir. Zu Fuß gehen ist eine Sache. Mit den Diatries verschwinden eine ganz andere. Locker, Pack. Wir kriegen sie zur Valkyrie. Überlass das mir. Okay, ich würde mal sagen, da hoch. Da oben. Wer will als Erste? Ja, natürlich ich. Ich will immer. Und Leiter hochgehen ist noch ganz einfach. Das soll das Gebäude sein. Der Heli bedeutet nichts Gutes. Ich sehe noch nicht mal den Heli. Aber ich höre ihn. Oh, der Heli. Scheiße! Was zum Teufel? Chinesisches Backups war nicht viel reden. Wir müssen darüber. Okay, hier ist eine weitere Leiter. Mit der kommen wir wahrscheinlich runter. Ich habe jetzt nur Angst, Leitern zu benutzen. Das war mir so klar. Ich kann das Spiel für euch im Schlaf durchspielen. Nur ich kann keine Leiter richtig runtergehen. Okay, das kommt auf den Versuch jetzt wieder an. Ah, jetzt, danke. Ah, wir sind unten. Okay. Runter und durch. Rack, lass uns das leise durchziehen. Scheiße! Was zum Teufel? Die Wesenschutz Backups war nicht hier reden. Wir müssen darüber. Okay. Darüber. Mit den Agents das entgangen ist. Vielleicht noch mehr. Wir müssen die Valkyrie informieren. Ja, aber ich denke mal. Oh, oh, Wachen. Mit Einsatzschilden. Verstanden. Fortress. Tombstone 4. Melden. Auf. Das ging aber schnell mit dem Melden. Starke chinesische Kräfte im Zielbereich. Break. Offenbar Backups. Anstärke derzeit noch unbekannt. Over. Verstanden. Abbild nach Bedarf und holt sie schnell da raus. Over. Nicht, dass sich etwas an der Mission geändert hätte, ne? Oh. So, noch sind wir unentdeckt, was eigentlich mich wundert, dass es so einfach ist. Aber ich finde einfach, das muss man wieder sagen, die Grafik ist ja der Hammer. Auch wenn das Spiel jetzt schon wieder ein Jahr alt ist. Ja, ja, mittlerweile über ein Jahr. Aber dennoch. Nice! Aufzug? Naja, ich weiß nicht. Ich habe immer meine Probleme mit Aufzügen. So, was haben wir denn? Hier, nimm. Ah, ne. UMP 45. Mit der werden wir jetzt. Was ist das denn? Wasserpistolen? Bring uns zum Hotel. Finde ich nicht. Die VIPs sind ganz oben, genau wie die Aussichtsbar. Das klingt doch gut. Die Aussichtsbar ist immer auf dem Dach.
Du solltest echt Dans Frau anrufen. Ja, ich weiß. Es ist nur... gerade in schlechter Zeit. Mach die Scheißtür zu! Bewegung, Bewegung, Bewegung! Falsche Etage, verdammt! Ja, ich würde nicht mal sagen, falsche Etage, sondern Scheiße. Nein, marschiert. Hier kommen wir nicht raus. Okay, Alternativen? Kein. Außer am Leben bleiben. Okay. Ich kurz an die Munitionskiste gucke, was wir hier so Schönes haben. Ja. Ja, ich bin erstmal so zufrieden mit dieser Ausrüstung. Womit rechnen die denn? Ich will halt immer schön die Missionswaffen nutzen, damit auch die Abwechslung dabei bleibt mit den Waffen. Okay. Gehört habe ich noch. Okay, ich sehe ihn. Das sieht böse aus. Okay. Die gehen hoch. Das heißt, unsere Chance, hier bei dem zuzuschlagen. Einer weniger. Und jetzt nur noch die zwei, ne? Natürlich nichts Schallgedämpftes. Wie soll es auch anders sein? Also einen coolen Assassin's Creed Move können wir jetzt nicht machen. Was ich nicht sehe, ist nicht da. Gesehen hat uns definitiv am Anfang nicht. Kann es sein, dass wir die flankiert haben könnten und hier einfach außen vorbei schleppen? Ach, egal. So, Feuer bereit. Oh, Granate. Das ist vielleicht nicht die schlauste Idee gewesen, das zu umgehen, aber wir leben. Das ist, was zählt. Ansonsten, was ist hier als Ziel? Ich würde mal sagen, wer Arma 3 spielen kann, kann auch Battlefield spielen. Ich kann Arma. Alter, was ist denn hier los? Weg mit dir. So. Holen wir uns die kleinen Chinesen. Okay, der ist down. Ihr macht mal die bitte down, damit nicht nur ich alles zu tun habe. Und ich stoße in der Zwischenzeit mit euch mal hier eine Runde vor. Boah, hier wäre doch voll der ideale Platz für ein China-Restaurant. Das hört sich schwer nach Pumpgun an. Juckt uns aber nicht. Ja, ich tue gerade mein Bestes, uns nicht beschießen zu lassen. Und? Fick dich! Bop. Und es klappt so mittelmäßig mit den Messern. Und das ist, was ich in der letzten Folge einmal meinte, dass wir scheinbar manchmal die Möglichkeit haben, dennoch ein Konterknife zu kontern. Ja, ich schätze schon. So, Claymore-Mine. Okay, ich kann bis jetzt nur die Claymore-Mine dann... Auf in die VIP-Lounge. Aber hier können wir Munition wieder auffüllen. Gut. Ja. Verdammt, ein Sicherheitstor. Fang an zu zaubern, Pack. Dauert nicht lange. Na wunderbar. Das heißt, ich darf erstmal Claymores aufstellen. Das war klar, dass sie jetzt etwas am Kommen tun sein wollen. Das ist nicht gut. Er fliegt zum Dach! Okay. Achte auf die Fenster und mach dich bereit. Ja, ich verteile ja schon meine Claymores. Eine habe ich noch. Und? Wow. Von wo schießen die? Geht in Position. Oh, da unten bist du. Okay. Wir wollen ja nicht so... Gegner, auf dem Balkon. So. Das sollte ja so gerade noch gehen. So, wie hieß der nochmal? Mir ist gerade der Name entfallen. Das ist Pack, wir sind Wrecker, Dunn ist tot. Irish, genau, Irish. Wie kann ich den Namen vergessen? Boah, der ist aber nice. LOL! Beginnen die jetzt zu Noob-Tuben oder was? Oder sind wir wegen unserer eigenen Claymore eventuell gestorben? War vielleicht doch nicht so klug, alles mit Claymores. Beziehungsweise hier unten.
Okay, wir haben jetzt nochmal die Chance neu zu claymoren. Das tun wir auch mal. Ein bisschen unpraktisch werden wir die jetzt platzieren, aber ganz ehrlich, scheiß drauf. So, egal was kommt. Hier sind schon ein paar Claymores. Ballern die schon rein oder kommt es mir nur so vor? Okay, bin in Position. So ein bisschen. Oh, hier geht's irgendwo hoch. Am Arsch. Okay, ich bin bereit. Irish, Pack. Geht's bald los? Die Bugs doch jetzt nicht, oder? Nein, das kann doch nicht wahr sein. Wieso buggt ihr? Also, denn wer braucht schon die Tür, wenn man hier drüber springen könnte? Okay, Irish bewegt sich wenigstens etwas. Warum Pack in Deckung geht, weiß ich jetzt nicht. Eigentlich wäre hier angewiesen, sich um das Ding hier zu kümmern. Ah, Dreck! Ich gehe jetzt noch einmal zu Peck. Wenn er seinen Arsch dann nicht nach oben bewegt. Wohin bewegst du dich? Oh, wisst ihr was? Machen wir es einfach. Oh Gott, nein! Also einmal sind wir jetzt an der Leiter gestorben, einmal an unserer eigenen Claymore und jetzt wegen Pack. Der will jetzt gar nicht machen, oder wie? Hier, das aufmachen. Der bringt mich um. Claymore, Munition und jetzt? Der macht mich wahnsinnig. Okay. Wir probieren es jetzt mal mit neuestem Checkpoint. Laden. Müsste eigentlich genau das gleiche sein. Ach, danke. Dauert nicht lange. Vielen Dank, dass das wenigstens funktioniert. Wir beschäftigen uns jetzt diesmal wirklich mit den Claymores. Platzieren hier eine. Platzieren hier eine. Platzieren hier eins. Hier. Da. Da. Claymores platziert. Und jetzt treten wir den in den Arsch. Das ist ein Befehl. So, hier haben wir genügend Deckung eigentlich. Geht in Position. Ich Position. Gegner auf dem Balkon. Down, down. Feuer frei. Okay. Was werfen die oder schießen die? Das tut auf jeden Fall scheiße weh. Fast geschafft ist auch nicht ganz. Oh, ich will ja nichts sagen, aber da ist ein scheiß Heli. Können wir den Schützen vielleicht rausschießen? Boah, ich sehe nichts. Das scheiß Licht macht die FPS niedrig. Okay, du kümmerst dich um die und ich mich um die. Das war's, wir können weiter. Ernsthaft? Wenn ich... Ich bin mir nicht ganz sicher, aber wenn ich mich zurückerinnere, brauchte ich das letzte Mal übelst lange. Komm schon, Rack. Wir können weiter. Bereit zum Angriff, Racker. Oder ich hätte auch mit dem Bug zu tun. Ja, ich dachte, du kannst aufmachen. Danke. Los, weiter. Puh, Kinderspiel. Na klar, wir haben nur eine Bataillons-Backups niedergemetzelt. So, weiter mit uns. Hier müsste noch ein genau fetter Blutfleck sein. Zahlen gut? Ist okay, Rack? Ja. Der Bug hat mich nur ein bisschen aufgeregt. Kommt ihr? Ich scheine wenigstens auf der richtigen Etage zu sein. Hier ist unser 41. Stock.
Wir sind nah dran. Okay. Habt ihr euch die Haustür gemerkt? Wow! Okay, eventuell ist das die richtige Tür. Unsere VIPs? 38. Oh nein. Das ist unser Zimmer. Ach du Scheiße. Meine Fresse. Da drin lebt keiner mehr. Ja, die haben sich doch nicht selber in die Luft gejagt, um die zu killen. Ihr seid spät dran. Es dauert halt, sich durch den Suchtrupp zu schießen, der das Gebäude durchkämmt. Warum habe ich wohl den Raum gewechselt, wenn du rumlaufen kannst? Wofür brauchst du uns dann, Kovic? Über den Gang kommt man leichter als über die Straße. Rein hier. Okay. Eine Frau. Jemand Verwundetes. Die können nicht auf die Straße, überall ist das Militär. Oh, das ist ja großartig. Wer sind die VIPs? Sehr wichtige Leute, eine wichtige Frau und ihr Mann. Wir holen sie an einem Stück raus, mehr müsst ihr nicht wissen. Ich bin Hannah, das ist mein Mann. Danke fürs Kommen. Entschuldigung, Sir. Verzeihung, Mann. Verstehen Sie mich? Geht es Ihnen gut? Können Sie gehen? Okay. Mein Mann ist verletzt. Er braucht Ruhe. Negativ, keine Zeit zum Ausholen. Ich habe Helis auf dem Dach gesehen, wir müssen jetzt los. Dann gehen wir rauf. Was? Ob's dir gefällt oder nicht, ich flieg das Ding. Das ist der Plan. Oder hast du einen anderen Vorschlag, Sergeant? Ach, klauen wir jetzt Helis. Sind Sie fertig? Mein Mann muss versorgt werden. All diese Gewalt. Ach, wo führt das hin, Sergeant? Das ist nicht, was ich... Danke fürs Kommen, Sergeant. Ich bin sehr dankbar für die Hilfe. Los geht's jetzt. Kommt, kommt. Los. Los, los. Okay, los, verletzen, los. Ja, du sagst es so einfach. Warte mal, wenn hier, da, wer geht denn gerade als vorderster Front? Dieser Kovic. Wenn das nicht klappt, sind wir am Arsch. Das sowieso. Ich denke mal, da wegen. Ihr sichert den Weg. Sir, Ma'am, Sie warten hier. Alles klar, wir gehen rauf. Sergeant Riker, den Heli sichern. Ach, der geht mir gerade auf den Piss. Ich weiß, wie man einen Helikopter entführt. Ich hab's oft genug in DayZ gemacht. Ach, meine Fresse. Okay. Vorsicht, Rick. Vorsicht. Und? So, ich will erstmal hier gucken. Vielleicht sollten wir hier doch auf ein Sturmgewehr wechseln. Komm, wir haben eine SCAR gefunden. Mit kaum Munition. Willst du mich verarschen? Willst du mir sagen, dass ich mit einer UMP mehr Munition habe? Dann bleibe ich doch bei der UMP. So, Taktikvisier. Okay. So. Ich würde mal fast sagen... Warte mal. Ich würde mal fast sagen... Ich würde mal fast sagen, die jagen wir mal so schön in die Luft. Einzelschuss. Und es explodiert nicht. Bitte Feuer. Leute, nein. Irgendwas Böses hat uns erwischt. Eine Blendgranate, wie es aussieht. Halt. Wenn ihr Probleme habt, sie zu treffen, Irish und Pack, dann gibt Headshots so wie ich. Boah, das war gerade wirklich schöner Aim. Oder wirft mit Granaten um euch. Und. Da war noch einer. Hat Drecksack. Okay, aber bis jetzt würde ich mal sagen. Ah, ihr seid auch mittlerweile da. Die feinen Herren der Schöpfung. So, ich würde mal sagen, da ist unser Heli. Mit Munition. Und Beschuss. Okay. Heli gesichert. Ist der Heli gesichert? Los, los, los! Hilfe!
ist okay! Wir müssen los, jetzt! Los, hilft die Räume! Sniper vereinfacht die Sache nicht ab. Das war eine Scheiße, die Comic! Vor allem, der fliegt gerade ohne uns. Okay, ich scanne kurz. Wenn sie mir die Möglichkeit zum Scannen geben. Feuer frei, ich kümmere mich um den da. Kommt ein bisschen ruhiger Hand. Boah, killt doch mal hier die vorne. Was könnt ihr, Squad? Was? Muss ich mich wirklich um alles kümmern? Wartet mal. Wenn wir schon mal an einer Waffenkiste hängen, dann gucken wir mal kurz, was hat das schönere Visier? Das hier, würde ich sagen. Naja, viel besser macht es es nicht, aber naja, besser ist besser. Habe ich den jetzt getroffen oder nicht? Kurz Feinde scannen. Feuerbefehl. Und dann fliegen schon wieder die Headshots. Und tot. Und du auch tot. Ich sagte du auch. Vielen Dank. Und der will sich an der Pumpgun versuchen. Aber daraus wird auch nichts. Noch der letzte hier vorne und tot. Dach ist gesichert. Dach ist gesichert. Hier ist aber auch schon weg. Fortress 4, Troops down 4. Fortress hört. Roger, die VIPs kommen mit einem feindlichen Heli. Einer muss sofort ärztlich versorgt werden. Wir sind doch im Turm, Sir, und suchen einen anderen Ausgang. Over. Verstanden. Bereit sein. Bereit sein. Turms down. Geht runter zum Fluss. Wir arbeiten einen neuen Plan aus. Verstanden? Verstanden. Over. So gut, wie man es nur kann. Während wir denn auf den... Na... So viel Glück habe ich im Real Life nie, dass direkt der Aufzug da ist. So, wir setzen uns mal rein und trinken einen Schluck Eistee. Mich am Arsch. Hey. Alles wird gut, Jungs. Das wird ein Spaziergang. Man packt nicht der Fahrstuhl, macht mir Sorgen. Sondern die Höhe. Damit komme ich nicht klar. Willst du mich verarschen? Was? Ich liebe dieses Lied. Ist ein scheiß guter Song. Nicht, dass wir gerade klitzekleine andere Probleme haben, Herr Peck und Herr Irish. Ja, auf geht's. Nur 30 Minuten. Glaube? Genau meine Kragenweite. Fortress hier, Tombstorm 4. Letzte Meldung wiederholen. Wiederhole. Können aktuelle Position nicht halten. Ihr habt 30 Minuten für die Rückkehr zum Schiff. Fortress over. Also diese UMP will ich nicht unbedingt haben. Wir wollen also wieder über den, wir können uns auch rausschleichen, wie wir reingekommen sind. Okay, vielleicht auch nicht. Aber ich scanne doch mal nur kurz die Umgebung. Granate, Granate, Granate. Squad, Feuerbefehl. Ah. Machst du den auch mal kalt? So viel Munition haben wir auch wieder nicht. Und raus, Feuer. Am Arsch. Du lebst noch. Nicht mehr lange. Nachladen. Okay, schieße. Dann er schieße. Nicht schieße, er schieße. Ich scanne mal kurz, damit ich auch was sehe. Und. Headshot. Mit seiner scheiß Granate. Dann müssen wir alles so machen. Ja, ihr seid soweit. Schön für euch.
Also den kriegen wir so scheinbar nicht down. Und? Ich hoffe, es schmeckt dir. Ich will hier unten bleiben. Boah, wie fliegt der? Der ist ja schlechter als sonst was. Wo lang müssen wir überhaupt? Ah, der hat hier neue Kumpanen mitgebracht. Wir können ja hier über die Deckung loomen. Das sollten wir uns auch zum Vorteil machen. So, der ist down. Und? Auch down. Können wir vorrücken, Madams? Gut, ich hoffe, das waren alle. Ach was, könnte noch ein paar mehr kommen. Okay, die Folge ist schon 25 Minuten lang, aber ich habe ja gesagt, eine Mission, immer eine Mission. Und da ich sowieso am Wochenende arbeiten muss, kann ich da alles hochladen. Also, die Folge wird dann wahrscheinlich am... Die Folge wird am Samstag erscheinen. So, geradeaus sagt ihr... Hört ihr das? Fuck, links die Gasse, lauf! Na wunderbar, ein Panzer. Wo lang weiter, Madams? Was ist schon einfach, Pat? Einfach wäre doch langweilig. Bam. Apropos einfach. Munition Knappheit over hoch 10. Boah, den Pisser hol ich mir. Hier. Ja, yeah, muss nachladen. Ja, muss ich auch, aber ich habe nichts zum Nachladen. Das ist doch ein Witz! Ach Gott. Wo lang, Leute? Wo lang ohne Muni? Okay, er hat geschossen. Schuss. Der muss sitzen. Ich brauche eine neue Waffe, Madam. Ach du Kacke, ach du Kacke, ach du Kacke, ach du Kacke. Ich leih mir die hier mal aus. Mit der läuft's direkt eine Runde besser. Ich nenne das Glück im Unglück. Ja, alles klar. Scheiße. Das war falsch. Was? Wir sind auch noch falsch gelaufen. Wo lang? Hier hoch? So, und jetzt da runter, oder wie? Ich bin... Scheiße, scheiße. Wuh! Überfragt, Jungs und Mädels. Aber ich renn mal einfach, was das Zeug hält. Und? Ich würde mal sagen, wir sind eine Art safe. Was war denn das für eine dicke Ratte? Weiß nicht, mir kommen ja Fahrräder und so entgegengeflogen. Weiter, 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 weiter. Ich bin hier schon ein bisschen weiter. Jetzt sagt ihr mir den Weg, wo es offensichtlich ist, wo lang. Ja, danke. Das ist ein Kriegsgebiet. Was zur Hölle ist da hinten los? Komm schon. Verdammt, Mann. Das ist ja der reichste Bürgerkrieg. Das hätte mir zu denken geben. Lebt er noch? Okay. Mann, die drehen ja alle durch. Wem sagst du das? Danke. Kommt hier rein. Bitte helft uns. Wir brauchen Hilfe, um zum Fluss zu kommen. Aber ich sitze schnell. Fluss? Was für ein Zufall. Danke. Ah, ich darf nicht ran, oder wie? Danke. Amerikaner? Gut. Wir brauchen Hilfe. Amerikaner, gut. Oh, hast du jetzt das Sagen? Augen auf, Wrecker. Entspann dich, Pack. Die werden uns nichts tun. Wie geht's? Wie Homer? Okay. Pass doch auf! Weg vom Fenster! Das ist gefährlich! Haltet euch vom Fenster fern! Wir wollen zum Fluss, aber Cheng hat Panzer. Niemand kommt in die Stadt rein oder raus. Wir müssen zum Fluss. Gibt's hier Panzerabwehrraketen? Da ist eine. Ja, wer ist mit dem zweiten Panzer? Chengs Truppen sind zu stark. Wir hängen fest und brauchen eure Hilfe. Der wird voll beleuchtet, aber scheiß drauf. Bleib hier und schütz dein Kind. Los, Wrecker, Bewegung! Wrecker, der Panzerkiller, heißt es jetzt, hm? Ja, ich sehe ihn ganz gut.
der so böse aussieht. Okay, ich kümmere mich drum. Los, 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 los! Wie sind wir in der Zeit? Nicht gut, glaube ich. Wir erledigen ihn und sehen zu, dass wir auf dem Fluss aus der Stadt rauskommen. Wir sollten uns das mal von oben ansehen. Ja, da prangt schon. Da was Nützliches drin ist. Wir brauchen Feuerkraft. Feuerkraft hoch 10, sagt ihr? Wie wär's mit C4 und einer Slam? Ja, guter Junge. Damit können wir arbeiten. Wo ist denn unser Panzer? Ah, da ist er. So, das ist unsere Mine. Das ist unser C4. Ich würde mal sagen, Mine platzieren, dann C4. Man weiß ja nie, wann nochmal jemand vorbeikommt und die Lage abchecken möchte. Komm, wir laufen dem jetzt nicht blind hinterher, sondern so taktisch und alles. Ich höre die. Ah. Bleib stehen! So wird das nix. Am Arsch! Es macht Bumm! Ich weiß, so bin ich. Okay, noch mehr Panzer. Dann soll er mir mal hinterherkommen. Ich kümmere mich drum. Bin jetzt nämlich der Panzerkiller. Okay, okay, immer noch. Diese Kleinigkeiten. Okay, das sieht. Dann sag mir erstmal, wie ich hier durchkommen soll. Und! Ah, Junge! Ein rauchender Panzer am Morgen vertreibt Kater und Sorgen, würde ich mal sagen. Ah, tat das gut oder tat das gut? Ist ja wie Raiden gehen, nur Solo und Schusswaffen und Sprengstoff. Wie liegen wir in der Zeit? Schlecht. Wir müssen rennen, sofort. Der Hafen ist gleich da vorne. Los, wir müssen ein Boot besorgen. Da vorne auf der anderen Seite? Hey, wir haben hier Zivilisten. Bitte! Ah, da sind sie ja. Ich glaube, sie helfen uns. Wie soll ich bitte schön so einsteigen? Ah, so. Die FPS, ja, danke. Ich freue mich schon auf meine Intel. Ja, klar. Fortress, hier ist Tombstone 4. Wir kommen in einem zivilen Boot. Over. Hier, Fortress. Okay, Beeilung. Die alte Rostschüssel ist nicht gerade im Speedboat. Over. Hier ist Fortress. Steht ihr unter Beschuss, Tombstone? Ich wiederhole, Tombstone. Steht ihr unter Beschuss? Gebt mir einen Lagebericht. Ach du. EMP. Was hast du erwartet, Pack? Sieh mal die Boote. Die ganzen Leute, die setzen auf den Präsentierteller. Folgt uns! Folgt uns, wir bringen euch in Sicherheit! Irish, was machst du denn? Wir können sie nicht einfach hier lassen, Pack. Folgt uns! Wir bringen euch zur USS Mercury! Bist du nicht ganz dicht, Irish? Ich bin völlig klar im Kopf. Folgt uns! Ihr müsst uns folgen! Wir bitte noch so demonstrativ mit dem mit der Schusswaffe in die Luft ballern. Fortress, hier ist Tombstone, kommen, over! Fortress, hier ist Tombstone, kommen! Ich würde immer noch sagen, es ist tot. Wir sind ertrunken! Was ist denn das für eine Bugfolge? Oh Gott! Oh, danke! Sie